So, wir sind heute auf anderen Faden unterwegs. Letzte Woche haben wir uns noch, nee, zwei Wochen ist es schon her, über Zachi Neu begackert und ob der liebe Stefan sozusagen im Klofenster festhängt. Heute sage ich dir nur folgendes, Stefan. Sie sind hier. Und damit meinen wir nicht Lieferando und Co. Ine, Maya, Vicky, bei Rossi, Benji, Boo sind Zack und Trick. Black Cutie, Boomer, Lessie, Fury, Flipper, Mr. Ed. Die kamen alle zu uns, denn die Abzieger er war fetsch, 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 fetsch. Einen schönen Sonntagmorgen, sage mal. Hast du schon dein Lieblingsgetränk an die Seite gestellt? <laughs> Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Frank. Ja, äh, habe ich. Ich habe mein Lieblingsgetränk an der Seite und hier vorne. Und äh, also ich habe mehrere Lieblingsgetränke. Sehr gut. Äh, und wir gehen zurück und dann muss man sagen, in dein Lieblingsjahrzehnt. Denn wir wissen alle, die 80er waren schon geil. Und wir sind ja im Jahr 1982, sprechen nämlich über für alle, die es noch nicht erraten haben, über die Poltergeist-Trilogie. Und nein, ich sage extra nicht Triologie, das hält man vor, ich neige mal dazu, Triologie zu sagen, was heißt der Trilogie. Ähm, und da gibt es viel drüber zu erzählen. Äh, natürlich die üblichen Geschichten, die man vielleicht schon mal gehört hat, über die Darsteller, die teilweise auch, muss man sagen, am Ende der Dreharbeiten gar nicht mehr so lebendig waren, weil äh, Dinge passiert sind am Set. Aber ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch das ein oder andere kleine Geheimnis, was wir lüften können. Unter anderem auch, dass viele glauben, wir sind ja exklusiv bei einer Steven Spielberg-Produktion und er hatte ja große Probleme, denn eigentlich wollte er gerne seinen Namen ganz groß implizieren. Doch er hatte ja äh, ein anderes Projekt noch laufen zu der Zeit, beziehungsweise kollidierte das nicht mit E.T.? Ja. Ja, das ähm, ist richtig. Und ähm, ja, äh, es ist, es gibt in Amerika gibt es ein Gesetz und das ähm, besagt, dass, wenn du als Regisseur an einem Film arbeitest, dass du gleichzeitig nicht an einem anderen Film arbeiten darfst. Okay. Und ähm, dass das äh, ist initiiert worden von den Filmstudios, weil es da immer wieder ähm, ja, so Ausleihgeschichten gab, es gab viel hin und her und dann hat man das wohl irgendwie so festgemacht. Ähm, dass du immer nur ein Projekt verfolgen darfst. Aber Poltergeist war vor IT bereits in der Produktion. Und äh, ja, da musste dann ein anderer Regisseur ran, ne? Und das war Top Hooper, was jedoch ganz spannend ist, ist, äh, Top Hooper hat ja die Regie geführt, war Regisseur des Films, Poltergeist 1, allerdings in der Postproduktion. Also das, was hinterher sozusagen daraus gemacht wurde, das hat Spielberg wieder selber gemacht. Da war oh, Ho Hooper in der Tat ausgeschlossen. <laughs> ja, das, das ist richtig. Es wird auch immer darüber gemunkelt, ähm, wie, wie viel Anteil Spielberg an dem Film wirklich hatte, weil er soll täglich am Set gewesen sein. Genau. Und ähm, er soll also unheimlich viel äh, dort auch äh, gelenkt haben. Und man sieht ja auch ganz deutlich die Handschrift von ihm, auch, die, auch wenn er den Film geschrieben hat. Ähm, und äh, ja, Postproduction ist sehr wichtig für den Look eines Films und er hat seinen damaligen, äh, ja, wie kann ich sagen, äh, Heim und Haus-Editor ähm, hat er äh, auch dafür eingestellt, äh, den Film zu schneiden und alles. Und, und oh, stimmt, Toby Hooper war von allem ausgeschlossen. Der hat nichts äh, zu sagen gehabt in Sachen äh, Musikuntermalung. Der hat nichts zu sagen gehabt in Sachen äh, Effekte und so. Also der war quasi nur am, am Set äh, als Regisseur, ich sag mal so, als Ersatz, damit Spielberg nicht als Regisseur äh, ja, genannt wurde. Aber ja. du sagst es daran auch, dass ähm, in den Credits äh, äh, Steven Spielberg Production größer stand als der Name des Regisseurs. Und äh, das zeigt ja schon einiges, ne? Genau. Wir wollen mal ganz kurz für alle, die gar nicht drin sind, worum geht es denn da eigentlich, was ich mir kaum vorstellen kann, weil es einfach ein absoluter Kultfilm ist, möchte ich euch mal kurz erzählen, worum geht es denn eigentlich? Also die Familie Freeling, die lebt äh, mehr oder minder äh, als eine Art typische Familie in äh, Casta Verda, einer fiktiven Fertighaussiedlung in Südkalifornien. Die Anfangsszene zeigt die Familie nachts in ihrem Haus. Alle schlafen friedlich bis auf die fünfjährige Kleine. Carol Ann, die nämlich mit dem nach Sendeschluss rauschen im Fernsehbild, kennst du vielleicht noch früher, es gab Sendeschluss im Fernsehen, weißt du noch, da gab es die letzte Tagesschau, zum Beispiel in der ARD, dann gab es noch ähm, die Nationalhymne, dann gab es das Testbild und irgendwann war das Rauschebild da. Kann ich mich deswegen daran erinnern, weil meine Mama tierisch genervt war, wenn mein Papa eingeschlafen ist vom Fernseher, meistens in der Nacht von Samstag auf Sonntag und sie dann irgendwann genervt runtergehen musste, weil das Fiepen des Testbilds so laut war, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Gut, also das rauschende Fernsehbild haben wir dann, die kleine Carol Ann geht an den Fernseher, toucht da ein bisschen herum und führt auf einmal ein Gespräch. Die Konversation weckt schließlich den Rest der Familie auf, Carol Anns Eltern, das sind Diana und Steven, vermuten dahinter zunächst sowas wie Schlafwandeln, sie decken sich aber nichts weiter und übersehen zunächst auch andere ungewöhnliche anzeichen wie zum beispiel den tod von karen anns kanarienvogel am morgen darauf in der folgenden nacht wird carol ann die wieder einmal mit dem rauschenden fernseher diesmal im schlafzimmer der eltern und ich sag mal so da reden wir gleich noch über das konsumieren von substanzen äh, in einem dialog zeugen eines äh, paranormalen schauspiels ein lichtband greift in der form einer hand aus dem fernseher nach ihr und rauscht schließlich aus dem Fernseher heraus in die gegenüberliegende Wand des Gebäudes, worauf das Gebäude erbebt. Die Eltern werden aus dem Schlaf gerüttelt, doch die Frage, was passiert sei, beantwortet Carol Ann Lapida mit Sie sind hier. Von nun an stellt sich im Haus zunächst recht harmlose Spukerscheinungen ein. Essensbesteck wird verbogen, Gläser zerspringen, Stühle bewegen sich von selbst und der Haushund apportiert vor der Wandstelle. In die das Lichtband äh, Stunden vorher eintauchte, genau. Ein paar Tage später zieht ein starkes Gewitter auf, das seltsame. Äh, Wolkenformationen mit sich bringt. In dieser Unwetternacht kommt es zum Großausbruch paranormalen Geschehens. Ein Baum im Garten erwacht zum Leben, durchbricht das Kinderzimmerfenster und ergreift Karen Anns älteren Bruder Robbie. Wir können noch ganz kurz sagen, äh, das Ende vom Lied ist: Carol Ann wird durch den Fernseher eingesogen, ist in einer paranormalen Welt und wir erfahren innerhalb des Films, ob es gelingt, die Kleine zu retten und wieder in die ist Welt zurückzuholen. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, Spielberg nahm als Inspiration übrigens einen angeblichen Spukfall im Haus Herman in Seaford Long Island, New York aus dem Jahre 1958. Da soll es zu diesen paranormalen Vorfällen gekommen sein. Der Film startete übrigens am 4. Juni 1982 in den USA und am 23. September 1982 in den deutschen Kinos. Ja. Und man muss sagen, es ist ein typischer Spielberg. Also ein typischer Spielberg in dem Sinne, dass der sich immens langsam aufbaut und das liebe ich. Ob das zurück in die Zukunft ist, ob das IT ist, du hast immer so deine 30, 40 Minuten. Und ich will nicht sagen, da ist es langweilig, aber es baut sich so langsam auf, langsam auf, bis es dann zum Knall kommt. Das finde ich ist so typisch Spielberg. Und ich mag das aber. Also es ist nicht so auch nicht wie beim weißen Hai oder so, dass nach fünf Minuten irgendwas direkt am Anfang passiert und dann ebbt das wieder ab, sondern bei Spielberg-Filmen baut sich das immer langsam auf, bis es dann wirklich zum Super-GAU kommt. Und auch hier ist es so, bei Poltergeist, als dann letztendlich die kleine Carol ja in den Fernseher eingesogen wird. Ähm, wann hast du den Film das erste Mal gesehen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, das war '84 in der ARD. Ach, lief da kam der so schnell schon? An. Ja das war das war auf jeden Fall vom zweiten Teil. Ach. denn aufgrund der Tatsache, dass ich den ersten gesehen habe und fantastisch fand, wollte ich den zweiten unbedingt im Kino sehen, aber der war ab 12 und ich war da noch nicht 12. Der zweite war ab 12, trotz dem ja. äh, bösen Mann, äh, dem Reverend, der aussah wie der Tod auf Stelzen. Oder war der ab 16 und ich war 12? Das kann auch ich sein. Ich glaube, dass der 16. Ja. Aber ich nicht, weiß, dass ich durfte nicht rein. War. Okay. Ich habe <laughs> den, hab den das erste Mal gesehen, als mein Schulfreund eine VHS-Videokassette mitgab, Ende der 80er. Da liefen sie da mittlerweile auch. Teil 1 und 2, nee, 3 gab es da noch nicht. Teil 1 und 2 liefen dann auch Samstagabends nach, den, nach dem Wort zum Sonntag als Spätfilm, immer so 22, 30, 23 Uhr äh, und so weiter. Und ich hatte eine Videokassette von meinem Schulfreund, der beide Teile aufgenommen hatte. Und da habe ich sie mir Ende der 80er das erste Mal angeschaut. Und sie haben mich direkt fasziniert, wie mich aber eigentlich viele Spielberg-Filme direkt fasziniert haben. Ähm, und ich war damals 11, 12, als ich es geguckt habe. Und. Ich muss mal sagen, holler die Waldfee. Was für heute, heute würde man sagen, naja, wen lockst du damit in deinem Ofen hervor? Bei dem, was heutzutage so, ich sag so, Terrifier und Co. Aber damals, außerdem geht es nicht in erster Linie um Splatter und um ganz ekelhafte Szenen, sondern um die Atmosphäre. Und ich finde, gerade im ersten Teil ist die Atmosphäre einfach mega gruselig. Ja. Und ähm, du hast schon recht, also heute sind Sachen da. Ähm da sagst du dir, ach Gott, das Poltergeist ja ein Kinderfilm. Aber es war der Poltergeist war ein Kinderfilm. Er war nämlich PG. PG und, 13, ähm, ne? Da, genau. Da, ja. Damals gab es nämlich noch nicht dieses PG 13, ähm, diese 13er Freigabe. Die gab es damals noch nicht. Die ist erst aufgrund der äh, Filme ähm, Indiana Jones und der Tempel des Todes und äh, Gremlins eingeführt worden. Wobei Steven Spielberg allerdings maßgeblich mit äh, beigetragen hatte, weil er sagte, bevor die dann R-rated machen, es gab eigentlich nur für Erwachsene oder für Kinder mit Begleitung. Mhm. Und ähm, so war auch zum Beispiel ähm, der Weiße Hai, PG, der war auch äh, für, also für Kinder mit erwachsener Begleitung äh, zu sehen. Und das war bei Poltergeist auch. Und das waren so immer solche Geschichten, solche Grenzwertige Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich nicht heftig genug, um das nur für Erwachsene freizugeben. Ähm, also machen wir es PG und das war im Grunde deswegen also auch äh, damals schon ähm, für sehr viele Menschen zugänglich. Ne? In Deutschland war man da ein bisschen härter und es, das sind ja auch harte Sachen dabei. Ich sag mal, äh, der, der Typ, der sich das Gesicht runterzieht, da runterreißt, obwohl es eigentlich ja nur eine, eine Illusion ist, ja. aber äh, das sind übrigens die Hände von Steven Spielberg, der da dem Dummy das, Ach, das Gesicht da abreißt. Okay. Ähm, <laughs> Aber das war, das war schon ein harter tober als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht: Ach du Schande, was habe ich denn hier? Das war, das war für die damalige Zeit richtig heftig. Das stimmt, das stimmt. Das hatte ja schon richtiges richtige Blätteranleihen so ein bisschen, ne? Wobei es ja. natürlich auch zu der Zeit schon krassere Filme gab. Ich meine, Tanz der Teufel war schon draußen und, und, und so Geschichten. Ne? Aber, wobei, 82 war der schon draußen, ne? Der erste Teil? Äh, bei uns kam er 84, aber so. er war tatsächlich da schon in Amerika und so, war, war ah, okay. der schon okay. Erfolg. Genau, und, ähm, und man muss ja sagen, auch, auch generell, wie sich die Story weiter aufbaut. Also, ich sag mal so, äh, Hausbauen auf einem Friedhof, Leichen, die nicht entsorgt wurden, also Skelette und so weiter. Und auch da äh, können wir kurz über die Poolszene sprechen, äh, woher wo ja die Mär existiert, dass man aus Kostengründen äh, da echte Leichen genommen hat. Ja, das ist richtig, das hat man gemacht. Es ist tatsächlich so, dass der Production-Designer äh, damals den Auftrag hatte, wir brauchen so und so viele Leichen. Und er konnte tatsächlich an echte Leichen kommen und die haben die dann entsprechend äh, äh, vorbereitet, haben denen dann irgendwelche Klamotten angezogen und, und Ketten umgehängt und sonst was. Also, dass das wirklich, außer als wenn die aus ihren Gräbern kamen. Und äh, man hat auch nachher in anderen Horrorfilmen immer wieder gesehen, ab Poltergeist, dass es immer hieß, dieses Haus wurde auf einer indianischen Grabstätte errichtet. Das ist in mehreren anderen Filmen dann auch nachher Thema gewesen. <laughs> ja. aber die Skelette waren tatsächlich echt, definitiv. Und aus Kostengründen, glaube ich, ne? Weil sie, weil, weil ja. diese Attrappen und so weiter teurer gewesen wären, als wenn man sich die original... Wobei, wo, wo besorgt man sich jetzt echte Skelette? Also, hat man ich da... Ich weiß nicht, ob es heute noch möglich ist. Ich weiß nicht, wo die es damals her hatten. Aber es muss ja eine Möglichkeit gegeben haben, günstig, äh, Tote... Weißt du, was ich glaube? Die haben das bei diesem Typen gekauft, der... Bei ähm, Ritter der Kokosnuss, der da durch die Straßen gegangen ist und gesagt hat: Bringt eure Toten raus! Gebt mir eure Toten! Vielleicht haben sie äh, das bei dem gekauft. Das ist so ein Totendiscount. Äh, und so dachte der Motto: äh, 10 zum Preis von neun oder so? Ja, mhm. zum Beispiel. Ja, ich meine, die haben ja einige Skelette gebraucht, ja. ne? Muss man sagen. Ähm, <laughs> Also, da wird es einem ja äh, echt gruselig, also auch als Darsteller. Ich glaube, die haben das auch erst hinterher erfahren, ne, glaube ich. Ja, also ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, <laughs> die Schauspielerin, die mit diesen wunderbaren ähm, Kreaturen im, im, im äh, Pool war, die hat zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das echte Skelette waren. Und ich glaube, auch Spielberg hat das erst hinterher irgendwie erfahren oder während der Produktion und hat dann gesagt, wir können das jetzt nicht mehr ändern, dann ziehen wir jetzt durch. Also, ähm, ja, ja, und dieser Film ist sowas von Spielberg. Ist es aber damals war er ähnlich, ich sag mal, ich vergleiche ihn immer mit dem frühen Peter Jackson. Damals war er noch härter drauf. Da hat er noch richtige Schauwerte gebracht und ähm, hat sich noch was getraut. Apropos Trauen und ein echter Spielberg, ist das auch eine Spielberg-Idee gewesen, dass die Eltern relativ am Anfang im Bett gekifft haben? Ich weiß nicht, aber er hat es ja geschrieben. Also ja. ich. ich ich weiß nicht, ob, ob er damit irgendwas andeuten wollte, aber ähm, ja, damals war man da sowieso noch ein bisschen lockerer mit. Ne? Ja, aber trotzdem äh, für einen, einen PG-13, ich meine, äh, das ist trotzdem, ja. also so, oder? Ich meine, wir man kiffen mal. Wir haben ja damals immer gequatscht. Ja, hm. wir können ja generell mal über die Schauspieler sprechen und da muss ich sagen, ja. bist in die Nebenrollen perfekt besetzt, oder? Ja. Also, die Eltern, ja. äh, äh, dann natürlich die Kinder. Äh, drei an der Zahl übrigens, das vergisst man. Ne? Es gibt ja die Carol Ann, dann gibt es den kleinen Bruder und dann gibt es noch eine große Tochter. Ne? Ja. Richtig. Äh, ähm, und äh, ja, auch T Tangina und, und wie sie alle heißen. Also, ich finde, bis in die kleinsten Rollen, auch für Teil 2 denn später, ob es der Reverend ist und, und der, Achtung, ich sage Indianer. Ähm, und so weiter. Äh, also, muss man sagen, einfach super gut gecastet. Auch ähm, also da muss man sagen, die Auswahl ähm, der Schauspieler, die war da schon sehr gut. Und ähm, auch hier, also ich sag mal, das Team, das an diesem Film gearbeitet hat, waren ja hauptsächlich eben quasi handverlesene, äh, waren handverlesene Leute, die auch äh, Spielberg bei anderen Filmen ähm, ja, an Bord hatte. Also, du siehst tatsächlich überall die Handschrift. Ähm, und ich sag mal, wenn wir schon mal Casting sind, beim Casting von Poltergeist hat Steven Spielberg auch Du Barrymore kennengelernt. Die hat sich nämlich für die Rolle der Carol Anne beworben. Oh, und dann wird's Und e um ihm zu imponieren, hat sie ihm erzählt, sie wäre Schlagzeugerin in einer Band und könnte kochen. Oh Gott. Und es hat ihr wohl so imponiert, dass er ihr dann die Rolle der Gertie in IT, ähm, e der Außerirdische, gegeben Och hat. Oh Gott. Oh, wie süß. Ja, und man muss mal sagen, wenn wir bei Darsteller sind, sind wir natürlich ganz schnell auch bei Synchro, eines deiner Steckenpferde natürlich und die deutsche Synchronisation entstand nach einem Drehbuch unter der Dialogregie von Joachim Kunzendorf. Du wirst wahrscheinlich sagen können, Joachim Kunzendorf, jemand, den man in der Szene kennt? Ja, in der Szene auf jeden Fall. Also er, es, er hat nicht den, den großen Namen, mhm. ähm, wie viele andere, die ja auch selber Synchron machen, deswegen auch als Synchronregisseur ein bisschen mehr im Fokus stehen. Aber der hat unheimlich viel gemacht äh, in den 70 er und 80ern, auch fürs, fürs Fernsehen. Ähm, also, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall eine Marke gewesen. Definitiv. Und ich habe gerade nachgelesen, also die in der Tat ähm, allerschwierigste Szene, was die Effekte angeht, war definitiv die Endszene, als das Haus in sich zusammenfällt. Äh, ja. Und sozusagen, weil das, muss man sagen, für 1982 äh, war schon mega an Effekt, oder? Also weil du einfach ja auch nicht großartig am PC äh, an den Computern jetzt da großartig äh, hantieren konntest, steckt ja alles noch in den Kinderschuhen. Äh, wie hat man die Szene dann gemacht? Also ist das Computer äh, unterstützt gewesen logischerweise? Aber bist du da ein bisschen drin im Thema? Nein, das das war nicht Computer unterstützt. Also es ist tatsächlich so gewesen. Das hat man ähnlich gemacht wie äh, die ähm, äh, Ausbeulungseffekte bei Christine von Steven Spielberg, äh von Steven äh, Stephen King. Ähm, da hatte man ähm, Stahlseile an mehreren Stellen des Autos äh, miteinander verbunden und hat dann quasi unten eine Winde gehabt, eine elektrische Winde, und hat das gezogen, dass das Auto sich verbeulte, dass das quasi in sich zusammengezogen wurde. Und das hat man dann rückwärts gefilmt. Und bei dem Haus war es auch so, das war ein Modell und äh, das war auf einem Stahlrahmen und da hat man dann auch so kleine Drahtseile drin gehabt, hat das Ganze zusammengedreht. Und dann hat man gleichzeitig nochmal ein Modell genommen, das man in einem Vakuum zusammengezogen hat. Und das ist so eine Art Symbiose aus beiden. Was man dann nachher genommen hat dafür, das weiß ich jetzt nicht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass man damals keine Computereffekte hatte, sieht es verdammt gut aus. Auch heute noch. Wunderbar ge ja. Generell, der ganze Film muss man sagen, ist wunderbar gealtert. Das ist einfach ein Film, den kannst du dir... Seit 40 Jahren immer wieder angucken. Und den habe ich auch bestimmt schon zehnmal gesehen und ich werde nicht müde, auch immer wieder neue kleine Details zu entdecken. Gerade jetzt, wenn dann wieder was Neue Version oder jetzt in 4K oder so äh, wirkt das alles wie ein neu gemachter Film, muss man sagen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wegen dieser Hausszene. Also die Szene wurde mit Hilfe optischer Tricks, hast du schon gesagt, realisiert, wobei Techniken wie Miniaturtrick, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen und optisches Einkopieren. Sowie ein aufwendiges und experimentelles Vakuumverfahren verwendet wurden. Okay. Ähm, besondere äh, Herausforderungen waren übrigens auch der Tornado zu Beginn des Films und das ja. animalistische, nee, animalische, pardon, Monster, das Diane ja im Finale den Zugang zu Carol Anns äh, Zimmer versperrt. Auch Wusstest das, du eigentlich, dass ähm, das Monster, was. Ähm, ähm was äh, aus dem Wandschrank kommt, ziemlich am Ende, als, äh, ja, als Steve da das, das, das ne? Seil hält. Ja. Da kommt auch so ein Riesenkopf daraus mhm. aus, aus dem Wandschrank. Es gab vorher eine andere Szene, die gedreht wurde, und da kam der Kopf eines alten Mannes daraus. Okay. Und das war schon so ein kleiner. Kleiner Hint auf Reverend Kane aus dem zweiten Teil, weil auch hier sollte im ersten Teil eigentlich ein, 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 ein äh, Dämon, ein alter Mann als Dämon äh, dafür verantwortlich sein, der Carol Ann haben wollte. Mhm. Aber die fanden das dann nachher doch zu kompliziert von der Story und allem und haben dann gesagt nee wir machen einfach nur dass es dass es Geister wenn das ist Geister sind die das haben wollen äh, die das Mädchen haben wollen und gehen gar nicht so auf den Hintergrund ein warum sie das Mädchen haben wollen das wird im ersten nicht gemacht das hat man aber im zweiten dann gemacht aber es gibt tatsächlich auch Produktionsfotos wo äh, dieser Mann wurde ja gefilmt wo dieser Mann da einkopiert war mhm und ähm, es war damals tatsächlich schon vorgesehen dass da ein dämon hintersteckt der das ganze lenkt okay ja. ich wollte mal schnell sagen ich habe gerade noch mal äh, geschaut hier ähm, als wir gerade darüber gesprochen haben regie führen durfte offiziell nicht und hooper hat es gemacht hooper ist ja äh, 2017 verstorben Richtig. Und nach dem Tod äußerte sich der damalige Kameraassistent John R. Äh, Leonetti zu dem Thema, in dem er sagte, Spielberg sei damals stark an der Vorproduktion von IT e gebunden gewesen, haben wir gerade schon gesagt, dass er deshalb nur außervertraglich agieren konnte. Jetzt wird es aber nochmal spannend. Angeblich hätte Spielberg auch offiziell die Regie bei Poltergeist übernommen, wenn sich Hooper damit einverstanden erklärt hätte, die Regie bei IT e zu übernehmen. Richtig. Da war er nämlich im Gespräch. Okay. Aber es war ja so, dass E.T. zu diesem Zeitpunkt noch ähm, Nocturnal Fear oder ähm, Watch the Skies heißen sollte und ein, eine Art Horrorfilm war. Es war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch so, dass, ähm, dass es mehrere ähm, Außerirdische gab, die auf die Erde kamen und äh, eine, also diese, äh, diese Familie dann tyrannisieren sollte. Mhm. Deswegen war auch Hooper für diesen Film im Gespräch, aber ähm, er konnte sich das dann aussuchen und hat dann auch äh, Poltergeist gewählt und äh, schließlich hat sich der Film ja dann auch noch geändert zigmal ähm, ET und ähm, aus diesem Grunde war äh, Spielberg damals noch unheimlich involviert. In 82 waren die ja schon auch zum Teil am Drehen mhm. und ähm, ja, so musste Spielberg immer ja mit, mit also quasi an zwei Filmen rumwerkeln. Mhm. Wollen wir kurz über äh, die Darsteller sprechen? Und wie wir schon äh, so ein bisschen suffisant gesagt haben, nicht allen mhm. erging es gut. Beginnen wir, wenn wir über Teil 1 sprechen, mit der größeren Schwester, ja. die äh, nach Erscheinen des Films ähm, von ihrem damaligen Freund oder Ex-Freund ermordet wurde. Richtig, das war Dominique Dann. Ja. Und die war damals 22 Jahre alt. Und ähm, die ist tatsächlich. Äh, Kurz nach Erscheinen des Films äh, umgebracht worden. Das war auch damals ein großes, äh, großes Thema, weshalb der Film, als er noch er lief ja noch in den Kinos, noch mal einen Schub bekam. Auch ähm, im zweiten Teil wird da gar nicht mehr darauf eingegangen, dass es eine ältere Schwester gab. Die wird überhaupt nicht erwähnt. Ist so ein bisschen verschwunden, so wie der äh, Boris äh, bei Bibi Blocksberg. Da war ja ab der siebten oder achten Folge dann auch der Bruder auf einmal verschwunden und wurde nicht wieder erwähnt. Ähm und äh, ja, das war dann quasi die erste, ähm, ja, wie kann ich sagen, die, die erste Darstellerin, die. Äh, im, Im Laufe dieser Filmreihe äh, während oder kurz nach den Dreharbeiten verstorben ist. Ganz kurz noch zu den Hintergründen äh, dieses Mordes. Also im Herbst 81 begegnete sie in Los Angeles ihrem späteren Freund. Das war John Thomas Sweeney, der damals 26-Jährige war Chefkoch des eleganten Restaurants The, Ma The Mason. Ihre Liebesbeziehung galt von Anfang an als heikel. Nachdem das Paar zusammengezogen war, wurde sie wiederholt von ihrem Freund geschlagen und misshandelt. Anschließend Brachte er ihr Blumen, überzeugte sie als, habe sie, als habe es sich lediglich um einen Ausrutscher gehandelt, weil ich sowas schon wieder steigen die Aggressionen in mir hoch. Ihr Bruder Alex berichtete, Sweeney habe auch auf Fans, ähm, die sie aus dem Poltergeist-Trailer wiedererkannten, unwirsch reagiert und sei bei einigen seiner Eifersuchtsanfällen auch unbekannten gegenüber handgreiflich geworden. Mehrfach versuchte sie, die Beziehung zu beenden und sorgte schließlich dafür, dass Sweeney bei ihr Auszug, äh, auszog. Ihrem Vater gegenüber begründete sie diesen Schritt mit der Aussage, er sei nicht verliebt in sie, sondern besessen von ihr. Ihre Mutter gegenüber hatte die junge Frau darüber hinaus eingeräumt, dass Sweeney Möbel und Geschirr zertrümmert und sie geschlagen habe. Fünf Wochen bevor er sich schließlich tötete, wirkte der ehemalige Liebhaber die junge Schauspielerin bereits so stark, dass sichtbare Abdrücke an ihrem Hals erkennbar waren. Für ihre Rolle als Opfer häuslicher Gewalt kam sie bei der Serie Polizeirevier wie Hill Street daher ohne Make-up aus. Oh, wie bizarr. Das ist übel. Zwei Tage nach ihrem Tod äh, wurde sie dann bestattet. Ja. Sweeney wurde zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt, obwohl er bereits in einer vorausgegangenen Beziehung durch häusliche Gewalt aufgefallen war. Ihre Familie zeigte sich enttäuscht hinsichtlich des Urteils. Nach nur drei Jahren und knapp acht Monaten entließ man ihn vorzeitig und wurde Küchenchef eines Restaurants. Ja muss man sagen also äh, in den USA ne, wenn du da irgendwie keine Ahnung ein bisschen Gras erwischt wirst sitze ja gleich was was ich wie lang häusliche Gewalt beziehungsweise in dem Falle einen Mord und dann nur sechs Jahre der nach dreieinhalb Jahren wegen guter Führung muss man gewisse Dinge muss man nicht verstehen ähm, gibt's noch andere Darsteller die dir direkt einfallen die sag ich mal so ein bisschen dem Fluch des Films. Man muss ja sagen, man hatte immer das Gefühl, es wurde offiziell auch, auch gesagt oder öffentlich gesagt, dass also es ein Fluch einfach auf den Filmen liegt. Ne? Ja. ja. Ja, da gab es ja, es gab ja insgesamt vier, vier Personen, ja. die im Zuge dieses Fluchs verstorben sein sollen. Der zweite war Julian Beck, der die Rolle des Reverend Kane im zweiten Teil hatte. 1985 ist er gestorben, und zwar noch während der Dreharbeiten. Mhm und zwar hatte der Magenkrebs mhm. und er war auch schon stark gezeichnet vom Krebs man sah es ja auch also ähm, er war ja sehr stark eingefallen was auch seine Rolle natürlich unterstützt hat Total. und er hat auch gesagt er will diese Rolle spielen er will ähm, das fertig haben und nachdem alle seine Szenen gedreht sind ist er auch erst gestorben ähm, musste aber in der Postproduction in zwei Szenen tatsächlich ähm, wo sein Gesicht nochmal gebraucht worden wäre, ähm, ersetzt werden, zum Beispiel in der letzten Szene, wo das Kane Monster äh, im Jenseits äh, damit mit, ähm, mit äh, Stephen äh, kämpft, äh, da ist zum Beispiel auch zum Beispiel in diesen ganzen Gesichtern von seinen Opfern ist auch das Gesicht von Kane zu sehen. Und da sollte eigentlich der Kopf des ähm, des Schauspielers eingekopiert sein. Das hat man damit mit Claymation gemacht. Mhm. Und äh, ja, das war schon der erste tragische Tote im zweiten Film. Genau, und da gibt es gleich noch zwei weitere, über die wir sprechen wollen. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, im Zuge der Werbekampagne für den ersten Film wurden fantastische Geschichten über einen Fluch durch zahlreiche Erzählungen von Mitgliedern der Filmcrew, über vorge äh, vorgebliche rätselhafte Unfälle am Set oder nur weiß belichtete Filmstreifen verbreitet. Sogar Steven Spielberg selber sprach von einigen merkwürdigen Vorkommnissen während der Dreharbeiten. Inwieweit ja. dies allerdings nur der Vermarktung des Films dienen sollte, auch die Presse überschlug sich damals mit teils kruden, pseudowissenschaftlichen Interpretationen zum Thema, war seinerseits Gegenstand von Mutmaßungen. In Verbindung mit den tragischen Ereignissen um einige Darsteller wurde natürlich aus den Gerüchten schließlich die Legende eines Poltergeistfluchs, der die Filmreihe über Schatten sollte. Ähm, über das Ende von Heather Uruk sprechen wir, würde ich sagen, wenn wir gleich über Teil 3 sprechen. Wenn wir aber bei Teil 2 sind, und ich habe gerade schon suffisant das Wort mich getraut, äh, äh, Indiana zu sagen, mhm. auch da äh, gab es äh, ein Vorkommnis, der, sagen wir mal, zu einem relativ schnellen Ende des Lebens führte. Ne? Wie hieß der Darsteller? Hast du ja. den gerade auf dem Schirm? Das war der ähm, Schauspieler äh, Will Sampson. Genau, ja. Der hat den äh, Indianer Taylor gespielt. Und ich glaube, darf man auch Indianer sagen. Ähm, der hat den, äh, der hat äh, den spirituellen äh, ja, Beschützer der Familie gespielt, ja. der sich vor allen Dingen ganz, ganz toll mit dem Auto ähm, angefreundet hatte. Ähm, und ähm, der ist zwei Jahre nach dem Film, 87 meine ich, ist er gestorben an Komplikationen nach einer Herz-OP oder bei einer Herz-OP. Und ähm, ja. da, dadurch, dass, dass das ein bisschen später stattgefunden hat, äh, ist er nicht so in den Fokus äh, geraten. Aber äh, das war ja auch noch vor den Dreharbeiten zum dritten Teil. Und äh ich glaube, der, der, glaub, die Vorproduktion war gerade angefangen und dann war das natürlich schon so ein bisschen nochmal so ein Schub für den dritten Teil, wo sie gesagt haben, da können wir natürlich noch drauf äh, aufbauen auf diesen, diesen Fluch, genauso wie mit diesen Geschichten, mit dem belichteten Film und sonst was. Da hatte man nachher tatsächlich dann auch gesagt, die hätten da irgendwelche Geister geweckt, indem sie da gefilmt, das gefilmt haben. Aber. Dass äh, die Familie, die 82 das Haus an Spielberg und seine Leute vermietet haben, die leben heute noch drin und ähm, die haben auch bestätigt, dass da keine ungewöhnlichen Vorkommnisse in dem Haus waren. Vorher nicht und nachher nicht. Okay, wobei man sagen muss genau: ähm, Die damaligen Besitzer leben übrigens immer noch drin, ne? Mhm, ja. Ähm, genau. In Südkalifornien äh, steht das Haus, ja. Ähm, ja. Dann müssen wir noch sagen: hier Spezialeffekte und so weiter und Filmmusik. 1983 gab es Oscar-Nominierungen. Mhm. Ähm, allerdings äh, ist man leer ausgegangen in der Kategorie, weil man sagen muss, die Filmmusik, Jerry Goldsmith. Tolle Filmmusik, oder? Bleibt einem total im Ohr. Absolut, absolut. absolut. Ja. Ähm, das, das, war, das war schon ganz toll. Aber ich glaube, die haben auch gegen ihre eigene Produktion E.T. verloren. Also, <laughs> ist dann eben so, wenn man zwei Filme in einem Jahr macht und diesen beiden Knaller, äh, dann ist die Frage, welcher von beiden räumt die Oscars ab. Ne? Und bei E.T. war es dann eben E.T. Ich finde, so. finde übrigens Teil 2 steht dem ersten eigentlich nicht groß und was nach. Also ich finde, was äh, den Gruselfaktor angeht, was die sich, sich gut unterhalten anfühlt, also ich finde eins und zwei relativ ebenbürdig von der Qualität her. Wie siehst du das? Ja, ich, beim zweiten äh, bin ich nicht ganz so reingekommen. Okay. Ähm, es fehlte schon dieser Spielberg-Touch. Mhm. Vor allen Dingen fand ich das Ende mit diesem Kampf in diesem Jenseits, dass sie dann das Carrie Anne dann weg war und dann hat die Oma die zurückgebracht. Das fand ich alles ein bisschen sehr kitschig. Ah okay, verstehe. Also da wäre okay. mir was Geerdetes, wäre mir, wär mir lieber gewesen, äh, weil das hatte irgendwie mit Poltergeist an sich nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, aber so sonst so die Effekte und äh, ja, was da so passiert. Ich sag nur der Wurm in der Flasche. Das sind schon genau. heftige Geschichten. Und auch da muss man sagen, ist wieder brillant gecastet. Wir haben schon gesagt, ob das jetzt die Indianerrolle ist, ob das der Reverend ist und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die den Film unglaublich aufwerten. Absolut. Ne? absolut. Äh, und muss man sagen, wenn wir hier so ein bisschen meckern oder du sagst, du bist nicht ganz so reingekommen, ich sag mal, im Gegensatz zu, zu Teil 3 ist Teil 2 Gold. Absolut, absolut. Also man kann wirklich sagen, dass ähm, die Reihe mit jedem Teil schlechter wurde. Aber Teil 1 und Teil 2 kann man eher im Bereich äh, ähm, 9 äh, bis 7 werten, während der dritte, äh, der dritte Teil irgendwo bei 3 ist. Also es, es ist nicht mehr viel von Poltergeist geblieben, alleine das Setting im Hochhaus. New York, ne? Äh, also ja. man muss sagen, außer Heather O'Rourke ist auch niemand mehr von der Originalbesetzung dabei, oder? Nein. Nein, nein. Also, Tom Skerritt ist dabei. Tom Skerritt ist mir später dann noch äh, äh, natürlich bewusst geworden. Wie hieß da noch die Serie? Diese ganz krude Serie auf Sat 1 Tatort Gartenzaun, Picket Fences. Äh, da hat Tom Skerritt die Hauptrolle gespielt, später noch in der Fernsehserie. Ähm, man muss sagen, Teil 3, oh, Teil 3. Den ich übrigens im Fernsehen das erste Mal gesehen habe, irgendwann in den 90ern. Ähm, und ja, Heather O'Rourke ist dabei, die allerdings, muss ich sagen, dafür kann sie ja nicht, auch im dritten Teil ihr Niedlichkeitsfaktor definitiv eingebüßt hat. Ja, sie war damals schon zwölf. Genau. Also, ähm, das, äh, klar sieht man das, aber sie war von der Statur her immer noch sehr zierlich und klein. Was mhm. äh, wie man auch gesagt hat, ähm, also man muss zumindest einen, einen Schauspieler aus der Reihe behalten. Man hat natürlich die anderen Schauspieler nicht genommen. Erstens, die hatten kein Interesse an diesem dritten Teil. Mhm. Und zum Zweiten, es wäre eigentlich finanziell gar nicht machbar gewesen. Ich meine, Greg T. Nelson ist, ist ein Superstar zu der Zeit schon gewesen. Und da hat man dann gesagt, man macht einfach eine neue Story und die ist jetzt bei ihrer Tante. Und das fand ich schon ziemlich hart, dass man dann nachher, nachdem die so viel los, äh, so viel ähm, mitgemacht haben, um Carol Anne immer wieder aus dem Jenseits zu holen, sie beschützen und alles, dass man nachher sagt, ja, das war denn doch wohl zu heftig äh, und sie war wohl zu spirituell und das war alles, ja, die, die hatten nachher dann wohl auch keine ruhige Minute mehr und dann haben sie sie verstoßen so ungefähr, also haben sie abgeschoben zu den Verwandten. Also das fand ich schon ziemlich ziemlich hart, ne? Die Liebe in der Familie, das war ja das das. das, das äh, das ausschlaggebende Thema. Ich muss kurz korrigieren. Ja, Asche auf mein Haupt und Asche auf Haupt von Herrn äh, von Herrn Loser. Äh, hm. Tangina war auch in Teil 3 noch dabei. Stimmt, du hast recht. Du Zelda hast Rubinstein, recht. sehe ich gerade. Und Heather ja. Rook waren die beiden, die in Teil 3 auf jeden Fall nochmal äh, mit dabei waren. Ähm, ja. Regie hatte, genau, äh, Gary Sherman. 1988 ja. wurde er gedreht, genau. Ähm, und äh, dann können wir gleich über Heather O'Rourke sprechen. Also, es ist in der Tat so, dass äh, einen Monat nach ihrem zwölften Geburtstag und vier Monate bevor die Postproduktion abgeschlossen war ähm, und der Film veröffentlicht wurde. Ist sie verstorben und auch das muss man sagen sehr tragisch. Aber auch das hat schon eine Geschichte. Also das hat sich nicht erst in den Wochen vor ihrem Tode sich so ergeben, sondern sie hatte glaube ich schon jahrelang gesundheitliche Probleme, ne? Ja, das ist richtig. Also da war immer irgendwie, äh, ähm, dass sie dass sie kränklich war. Das ist richtig. Es war auch immer wieder, dass sie dass sie Szenen nicht drehen konnte und dass erst andere Szenen vorgezogen wurden, damit äh, Sie dann aber für die Szenen, die, sie, die, die man mit ihr brauchte, dann wieder äh, zur Verfügung stand. Und dann kam, äh, ja, dann kam äh, eine Not-OP äh, hinzu, ja. die durchgeführt werden musste wegen einem akuten Darmverschluss bei ihr. Und äh, infolgedessen ist sie dann am 1. Februar 88 gestorben, ähm, weil das da wohl was einiges schiefgelaufen ist und. Ähm, es gab dann auch einen jahrelangen Rechtsstreit deswegen. Mhm. Aber ähm, das war natürlich sehr tragisch. Und ähm, da das eben, ja, auch vor dem Release des Filmes passiert ist, hat man den nachher auch wirklich gerushed, um den ins Kino zu bringen, weil das natürlich eine werbeträchtige Geschichte war. Aber, aber, es, ähm, musste deswegen ein anderes Ende gedreht ja, werden. Ja, denn man muss sagen, selbst bei Teil 2, das wusste ich gar ja nicht, selbst bei Teil 2 waren die Testvorführungen schon katastrophal. Selbst ja. bei Teil 2 haben die Zuschauer gesagt, wir sind damit nicht, nicht äh, ganz, ganz koscher. Also die Testvorführungen endeten ähnlich wie bei Poltergeist 2 in einem Desaster. Besonders das ursprüngliche Ende wurde kritisiert. Zitat mhm. von Gary Sherman, der Regie hatte, die eingefrorenen Schauspieler sahen aus, als hätten sie eine Eiweißexplosion überlebt. Auch Heather O'Rourke's Darstellung wurde stark kritisiert, sodass ca. 20 Minuten ihrer Szenen entfernt wurden. Ja, okay. das ist richtig. Infolgedessen äh, wurden Nachdreher, es wurde also nachgedreht vom 15. bis 18. März 1988 in LA, um ein neues Ende zu inszenieren. Ähm, die Gesamtkosten des Films beliefen sich auf geschätzte 10,5 Millionen US-Dollar. Dabei spielte er in den Vereinigten Staaten 14,1 Millionen ein. Gut, er war im Plus sozusagen, trotz allem. Ähm, aber in der Tat es mich ich meine man wird mittlerweile ja auf Blu-rays etc mit Bonusmaterial zugeballert dass bis heute von diesen 20 Minuten weggeschnittenen Szenen meines Wissens nach nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist bis heute oder weißt du da irgendwas doch es gibt es, es gibt es gibt nicht viel da hast du recht was es gibt ist aber tatsächlich das ursprünglich gedrehte Ende mit allem, was sie hatten, sage ich mal, okay. weil ähm, sie konnten nachher ja wirklich nicht mehr auf Heather Rook zurückgreifen. Ähm, aber das Ende äh, war schon äh, schon heftiger. Auch, äh, äh, glaube, da war auch der gefrorene Kane irgendwie, der der von äh, äh, von äh, der der Tante äh, da irgendwie, wo das Gesicht zermatscht wurde und also, da waren da waren äh, ziemlich heftige Szenen bei. Ähm, aber es war sehr unstet, und dann hat man gesagt, okay, wir müssen das neu drehen. Und das sieht man gerade in den letzten Szenen, wo, ähm, äh, wo ähm, die Tante quasi die Carol Ann auf dem Arm hat, da siehst du nicht ihr Gesicht. Du siehst ist sie immer ein nur von hinten. Sie ist ein Double. Er ist ein Double im Einsatz, ja. ja. Und, ja. und man muss sogar sagen, nachdem Heather rook dann ja am 1. Februar 88 verstorben war, wollte, man, wollte der Regisseur den Film auch gar nicht äh, zu Ende führen, beziehungsweise diese Nachdrehs, die es dann auch gab, wollte er gar nicht mehr machen. Ähm, also er musste sozusagen, so, so kann man nachlesen, in Interviews musste zu diesem Nachdreh mehr oder weniger förmlich genötigt werden, äh, da er ihn nicht mehr beenden wollte. Ähm, und dann heißt es hier, man ging sogar so lustlos ans Werk, dass man sogar einen der für die Handlung benötigten Charaktere, Scott, sogar vergaß. Die haben nicht aufgelöst, was mit dem passiert ist, weil man hat ja nachher gezeigt, dass, ähm, ähm, dass die Cousine ähm, von Carol Ann und dieser Scott, dass die als Dämonen dann, dann äh, quasi den Gang, den Flur runtergehen. Und ähm, du wusstest, es sind nicht die beiden. Am Ende sind sie aber alle wieder da, aber Scott nicht. Es wird also nie aufgelöst, ist der jetzt quasi weiterhin in der Hölle jetzt, ist der tot oder was ist mit dem passiert? Das stimmt, den haben sie total ähm, übergangen. Äh, und es gibt aber in der Tat, und man kann über den dritten Film kann man wirklich viel Schlechtes sagen, äh, der übrigens auch der kürzeste, ich glaube, der geht knapp 90 Minuten, während Teil 1 und 2 mhm. sich ja Richtung 2 Stunden bewegen. Ähm, was sich allerdings damals zumindest beim ersten Mal heute... Ja, holst du da auch keinen mehr hinterm Ofen hervor? War aber eine berühmte Blätterszene. Weißt du, was ich meine? Uh. Denn es gibt meines die, die. Ich überlege gerade, war das im Fahrstuhl oder war das im Pool, in der Poollandschaft in dem Schwimmbad? Ich kann mich erinnern, da war auch irgendeine Blätterszene, War das nicht auch was mit, mit Gesicht? ja. Ähm, es war so, dass das Tangina, Tengina, Tengina äh, war äh, stand vor dem Spiegel ja. und hatte ihr komisches Amulett und dann kam irgendwie äh, dann dann äh, kam die Hand glaube ich aus dem Spiegel. Tangina wurde zu einer einer Statue, die wurde also quasi zu so einem so ja die erstarrte zu einer Salzsäure fiel um und dann kamen Hände aus ihr raus aus 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 dem aus dem Körper gruben sich Richtig. da aus und ja, dann ja, kam ja. Ja. Die Tochter und äh, also die Tochter kam dann quasi aus der Leiche von Tangina raus. Genau. Also das war, irgendwie so war das. Ich habe den auch vor, vor Jahren das letzte Mal gesehen, aber äh, <laughs> da habe ich auch nur gesagt, ich sag, das war ganz, weil die, erste, die, die ersten Hände, die kamen aus dem Gesicht wirklich so richtig matsch und das war auch schon ziemlich heftig. Aber weißt du, was auch besonders ist beim dritten Teil? Mhm. Das ist der einzige Teil, bei dem jemand äh, oder bei me mehrere Leute sterben. Im zweiten Teil stirbt ja nur die Oma an, an Altersschwäche. Aber äh, in diesem Teil werden richtig Leute auch umgebracht. Also Tengina stirbt, die geht nachher ja mitten ins Jenseits. Der, der, ähm, der Psychiater von äh, Carol Ann, der wird in den Fahrstuhlschacht ge äh, geworfen. Und, ähm, und der Scott, wir wissen nicht, was mit Scott ist. Genau, das, und das werden wir nie erfahren. Darf ich das so sagen, wir werden es nie erfahren, was mit Script passiert. Wir werden den Schauspieler anrufen. Genau, wenn er dann noch lebt, denn es lebt ja ein Fluch auf, auf der Trilogie. Oh, man weiß es nicht. Aber äh, ich finde es ganz spannend und hier habe ich eine Kritik gefunden, äh, die es auf den Punkt bringt. Bei Poltergeist 3, der nur ein Jahr nach dem erfolgreichen zweiten Teil gedreht wurde, drängt sich der Verdacht auf, dass hier ein verzweifelter Versuch gestartet wurde, die Erfolgswelle noch einmal... Auszudehnen. Doch Poltergeist 3 ist nur noch ein seichter Aufguss seiner Vorgänger. Das Budget wurde äußerst niedrig gehalten und Spielberg und Goldsmith hatten sich schon lange aus dem Projekt verabschiedet. So bleibt am Ende der Eindruck eines langweilig inszenierten Gruselfilms, der kaum neue Aspekte bietet und mit Aufgewärmten daherkommt. Kannst du das ja. unterstreichen? Es, es, es fehlt einfach alles, was die ersten beiden Teile. So gut gemacht hat. Es fehlt, also diese Familiendynamik fehlt. Überhaupt, also es, du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt sind es eben die, jetzt sind's eben die äh, entfernteren Verwandten. Äh, es ist eben nicht mehr Mutter, Vater, sonst was. Und äh, es, war, es ist ja auch wirklich in dem Film so, äh, dass es so dargestellt wird, dass ähm, die Tante auch Carol Ann gar nicht will und gar nicht mag. Also es ist nach dem Motto, oh, wir, wir, uns wohl das Kind mehr oder weniger aufgehalst. Und ähm, das bringt schon so eine ganz negative Grundstimmung. Das war, war eben das Schöne beim ersten und beim zweiten Teil. Das war eine Familie, die sich in sich liebte und äh, alles für den anderen getan hätte. Und ähm, das macht den Film also gleich schon von vornherein irgendwo, ja, setzt setz ihn in ein negatives Licht. Und ich muss mich, ich weiß nicht, ob zu, zu Recht oder zu Unrecht, aber ich habe fast das Gefühl, ich müsste mich postum nochmal für äh, bei Zelda Rubenstein, also hier Tangina, entschuldigen. Der hat in der Tat die Goldene Himbeere bekommen, 1989, für den dritten Teil. Mhm. Naja, also. also. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch in Teil 3, ich konnte mich ja kaum erinnern, dass sie, dass sie da, dabei war. Ich muss sagen, in, in den ersten Teilen grandios. Also ich finde perfekt verkörpert, allein im ersten Teil, ja. oder? Ja. Absolut. Ja äh, gut, im ersten Teil, da rockt sie die Show. Ja. Ähm, Im zweiten ist sie so eine Art, äh, wie kann ich sagen, ähm, sie ist ja am Anfang hauptsächlich dabei. Später ist er ja Taylor dann sozusagen der. Spirituelle Führer. Also, sie ist sozusagen die, die Staffel über, übergeberin. Vom ersten zum zweiten Teil. Und im dritten ist sie tatsächlich, ich weiß nicht, nur marginal dabei. Vor allem, ich weiß mal nicht, was hat das denn jetzt, das Amulett jetzt einmal damit zu tun? Vorher hatte sie auch kein Amulett gegen die Poltergeister, gegen die, die Dämonen. Also, äh, alles ziemlich unstet. Das stimmt. Und da wir wissen, die 80er waren schon geil, weiß ich nicht, ob du es auch so geil fandest, dass 2015 ist eine Neuverfilmung gab. Und ich überlege gerade, mir fällt ein, dass ich die gar nicht gesehen habe. Ja, ich habe den gesehen. Okay. redst du ab? Redst du mir ab? Ja, es ist absolut zu vernachlässigen. Ich glaube, du wirst nicht als Geist wiederkommen, weil du unerlegte dichte Sachen hast, wenn du den nicht gesehen hast, bevor du stirbst. Also, es ist wirklich so ein Film, wo ich sagen muss, ähm, den hätte man sich schenken können. Ist egal, also. wie gesagt, ich wusste von der Existenz gar nichts. Also, der ist äh, FSK 16, geht auch nur 93 Minuten lang. Und ich weiß gar nicht, ja. konzentriert er sich komplett auf den original ersten Teil oder fasst er die drei zusammen? oder? Äh? Es, ist, es ist ein Remake vom ersten. okay. Also es geht da auch darum, dass das Mädchen da in dem Haus verschwindet und dann kommt da auch noch so ein Geisterjäger, so eine Art, also den ich absolut, also das, also der ist wirklich, ich fand ihn wirklich grottomit, also das ist ganz, ganz übel. Und weißt du, wer da mal Regie führen sollte? Sam Raimi, also der es nicht gemacht hat. Ich glaube, das hätte seinem Ruf nachträglich ziemlich geschadet. Aber sein, äh, ja. Sein Stammproducer Robert Tapert, mit dem er ja auch äh, schon in der Schule war mit dem er auch seit äh, Tanz der Teufel äh, zusammengearbeitet hat, der hat den wenigstens produziert. Und ähm, er ist auch eine, man sieht da schon eine äh, sehr professionelle Produktion, aber. Wobei man das sagt, eins der Remakes, die man nicht braucht. Genau, weil man sagen muss, 62 Millionen äh, Dollar hat es gekostet, ist gar nicht so viel. Also wenn man bedenkt, nee. dass 58 Millionen der damalige dritte Teil schon gekostet hat. Äh, und ähm, er war ein Flop, also wie gesagt äh, 62 Millionen, nein, Punkt. oh sorry, Moment, Moment, Moment. Doch 62 Millionen hat er gekostet, spielte aber nur 47 Millionen in den USA ein. Also hat sozusagen, ist da in den Miesen geblieben. Ähm, ja. Und ich lese hier was, musst du mir nochmal sagen, weil du ihn gesehen hast. Also zum einen gibt es auf Blu-ray eine sieben Minuten längere Fassung des Films. Zum anderen mhm. lese ich hier immer wieder was von 3D-Effekten, die allerdings eigentlich überflüssig waren. Äh, kannst du mir zu den 3D-Effekten irgendwas sagen? Oder? Ja, es, es gab wohl eine 3D-Version. Ich weiß nicht, ob er schon im Kino 3D war, aber ich weiß wohl, dass es äh, auch eine eine Heimkinoauswertung in 3D gab. Okay. Ich habe die äh, 3D-Geschichten allerdings nie gesehen. Und ganz oft ist es so, dass du so eine 3D-Sache fürs Heimkino dann, dann äh, bekommst und das ist absolut schlecht umgesetzt. Ich sage nur, wie bei *Bright Night* dem Remake von 2010. Mhm. Da, da siehst du nur Doppelbilder. Das ist also egal, ob das am Tag spielt oder nachts. Das ist nur also ganz grässlich, ganz grässlich umgesetzt. Äh, während sie es bei Jurassic Park richtig geil hingekriegt haben. Aber bei diesem Film ähm, habe ich es leider nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die gut oder schlecht sind. Aber wenn sie nicht, wenn der Film nicht so gedreht wurde, dass es 3D ist, dass man auch so Kleinigkeiten hat, die in die Kamera so ein bisschen kommen, die ein bisschen hervorstehen oder so, dann fällt es nicht auf. Okay. Und ich krieg, wie gesagt, ich wusste von der Existenz, also Asche auf meinem Haupt wusste ich gar nicht, dass es wirklich ein Remake gab und krieg zumindest. Lust, ihn mir jetzt an diesem Wochenende mal anzuschauen, nur um hinterher sagen zu können, verschwendete Lebenszeit, aber ich will ihn zumindest einmal gesehen. Sind die Darsteller gut? Kennt man die? Ist das irgendwie, ich meine, wir haben ja gerade gesagt, dass im Original-Ersten Teil alle gut gecastet wurden. Hat man hier zumindest das Gefühl, man geht mit Liebe, also spürt man die Liebe zum Original oder ist das was Hingerotztes? Ja, also man spürt die Liebe zum Geld. <laughs> Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man sagen muss, ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, oh ja, zum Beispiel Carol Ann, wo sie vom Fernseher ist, ne, also vom Fernseher steht und da ist ja auch diese ikonische Geschichte, dass sie die Hand daran legt man dann kommt auf einmal von der Hand vom Fernseher von innen und auf einmal sind das nachher ganz viele Hände. Also das sind schon so, 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 so äh, Geschichten, wo du dir sagst, oh, da kommt ja schon so ein leichter Schauer okay. über den Rücken. Aber wenn du nachher siehst, wie das umgesetzt ist, du hast das Gefühl, das ist ein Kammerspiel, das in so einem Theaterraum gemacht wurde. Du hast nicht das Gefühl, dass du in einem Haus bist und äh, dann punktieren die ah, hier hinter dieser Wand oder da, und dann ist auf einmal das Jenseits, dann, ist, dann wird sie im Jenseits gezeichnet, in einem dunklen Raum. Das hat so ein bisschen was von Insidious, wo sie dann nachher äh, das Jenseits dann äh, aufgemacht haben mit irgendwelchen welchen Vorhängen, die sie irgendwo hingehängt haben in so einem Raum, wo du, Das ist jetzt das Jenseits. Und wo du, du denkst, oh Gott, wer hat denn diese Ausstattung gemacht? Was ist denn das für ein Jenseits? Da würde das Jenseits sich beschweren, dass es so dargestellt wurde. Echt? Ah, okay. also, ich ich stelle mir das Jenseits ein bisschen anders vor, aber es ist tatsächlich. Das, also, ich weiß nicht. Ich fand ihn sehr strange. Also, okay. Ich werde ihn mir vielleicht nah einmal angucken. Kennt, um ihn zu lieben. Ja, ich werde ihn mir einmal angucken, nur damit ich hinterher sagen kann, hätte ich ihn mir doch lieber nicht angeguckt. <laughs> Guilty Pleasure, yes. Ja. Wir können zusammenfassend sagen, also ich für mich, du darfst gleich gerne nochmal selber zusammenfassen, eins und zwei kann ich mir immer noch wunderbar angucken. Drei gehört manchmal für mich dazu, dass ich ihn mir trotzdem angucke, weil er irgendwie doch am Ende einfach irgendwie dazugehört, aber eigentlich braucht man den wirklich nicht. Aber eins und zwei liebe ich, eins liebe ich besonders und das, äh, wo ich jetzt gerade erfahren habe, es gibt ein Remake, das ist ähnlichst wie bei anderen Spielberg-Klassikern. Lass die Finger davon. Ähm das Original ist gut so, wie es ist, da braucht es kein Remake. Bitte lasst auch die Finger von ET und, 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 und zurück in die Zukunft und Forrest Gump und was es alles gibt. Braucht es nicht, denn das Original ist geil genug, denn das ist 100% Kult. Und ich weiß nicht, ob ähm, die Filmreihe deswegen so kultig geworden ist, weil es auch diese Zwischenfälle gab, weil es die der Darsteller gab, die auf teilweise mysteriöse Art und Weise und auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen sind. Aber ob das den Mythos um den Film nochmal ein bisschen angeheizt hat, wahrscheinlich schon. Auf eine gewisse Art und Weise. Trotz allem, ähm, ja, ist das, ist das zumindest eins und zwei eine tolle Filmreihe, die man sich gerne anschauen kann und die. Für mich gerade Teil 1 zu dem besten gehört, was Spielberg gemacht hat. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen ist der erste ja immer noch ikonisch ja. wegen seiner Jump-Cut-Szene. Äh, ja. Ja. Das ist ja das Ding überhaupt in der Küche, wo sie sich unterhalten und auf einmal stehen sie beim Nachbarn vor der Tür und habt ihr auch sowas gehabt? Weil die haben dann über Pizza hat. wir gehen zu Pizza hat und essen da, geredet. Und dann haben sie im Nachhinein gesagt, nee, das können wir nicht machen. Pizza Hut wollte da nichts mit zu tun haben mit dem Film. Okay. Die haben ja gedacht, dass sie dann noch Product Placement machen können. Und dann haben sie gesagt, scheiße, wir müssen das rausschneiden. Und da sind nicht auf die Idee gekommen, es nachzudrehen oder die Szene vorher schon mal zu schneiden. Nein, mitten im Gespräch, mittendrin, Jump Cut. Und das ist natürlich, das ist, das ist irgendwie so, so cringe. Das, das trägt irgendwo mit zum, zu diesem, <laughs> zu diesem ganzen Paket bei. Und für, deswegen ist der erste für mich absolut der Hammer. Und äh, den zweiten liebt man eben einfach auch für die richtig geilen Effekte. Genau, so ist das. Dann würde ich sagen, wir beide gehen jetzt zum Pizza-Essen. Ja, gute Idee. Und äh, dann sehen wir uns wieder. Nächsten Sonntag, da muss ich kurz was sagen, wir pausieren sozusagen mal eine Woche mit 100% Kult, sehen uns nämlich nächsten Sonntag trotzdem wieder, werden uns aber mal... Auf dem Gebiet des True Crimes ausprobieren. Wer noch gar nicht erzählen, wo, um welchen Fall es geht, aber äh, wir ja, probieren da mal was aus, mal gucken, ob es euch gefällt und dann würden wir eventuell dann vielleicht im, im Wechsel oder einmal im Monat mal schauen, vielleicht so einen True Crime Fall besprechen. Auf jeden Fall 100% Kult in 14 Tagen wieder. Gerne reinschreiben, welche Sendungen, Serien, Filme, Shows, whatever wir mal besprechen sollen, bitte teilt uns das gerne mit, sagt uns gerne, was ihr über die Poltergeist-Filme denkt, guckt euch die gerne an, habt ihr sie früher angeschaut, gehören sie vielleicht zu den Filmen, zu euren ersten Gruselerfahrung in eurem Leben und was denkt ihr über die ähm, teilweise mysteriösen Ereignisse am Set mit dem Ableben der Darsteller, schreibt das wie gesagt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vielen Dank, lieber Stefan, ich wünsche dir einen schönen Sonntag.